Greetings, dear friends, from Hellas. This is Greece in English. And I felt compelled on this day, Saturday, December 30 of 2023, to do a message. Grüße aus Griechenland. Heute, am Samstag, den 30. Dezember 2023, möchte ich eine spezielle prophetische Botschaft weitergeben. Es ist keine Prophezeiung. Ich möchte dich damit ermutigen, vom Herrn deine eigene prophetische Vision zu erwarten. I will also share a bit of an overview, a prophetic overview of where we're at. Ich werde auch eine kleine prophetische Aussicht darüber geben, wo wir gerade stehen, und ich werde ein paar Worte mitteilen, die wir bereits für das kommende Jahr erhalten haben. I'm trying to whet the appetite of everyone to go to the Lord and say, Lord, what are you saying to me? Vielmehr möchte ich Appetit machen, selbst vom Herrn zu empfangen. Was sagst du mir persönlich? Und dann, was möchtest du, dass ich den anderen mitteile über die nächste bevorstehende Zeit? I would like to read a portion of scripture that is relevant. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich eine Stelle aus der Heiligen Schrift vorlesen. Eine Stelle, die relevant ist und uns in diesem Zusammenhang ermutigt, den Herrn selbst um eine prophetische Vision zu bitten. In Amos 3, Vers 7 lesen wir, der Herr tut nichts, es sei denn, er offenbart seine Geheimnisse zuvor seinen Dienern, den Propheten. Nun sagst du vielleicht, ich bin kein Prophet. Wir müssen jedoch den Zweck dieser Worte verstehen. Und wir müssen es im Licht der Tatsache sehen, dass jene von uns, die an Gott glauben und durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurden, durch sein Sühneopfer am Kreuz in erster Linie zu Dienern Gottes geworden sind. Und gleichzeitig sind wir berufen, in seinem Namen zu sprechen. Servants of God. And at the same time, because we are called to speak on his behalf, in the context of speaking on God's behalf to the others, to the world. Wir sprechen im Namen Gottes gegenüber anderen und gegenüber der Welt. In diesem Sinne sind wir Propheten Gottes. Es gibt noch einen weiteren Aspekt des Prophetischen in der Heiligen Schrift, der für alle wiedergeborenen Gläubigen gilt. Ein Prophet spricht nicht ausschließlich über die zukünftigen Ereignisse. Das war nicht der ursprüngliche Zweck des Prophetischen. Really, the context of a prophet of God is a context of being a priest unto God. One who ministers to God. Im Wesentlichen ist ein Prophet ein Priester Gottes, einer, der Gott dient, einer, der auf Gottes Herzen hört, einer, der von Gott hören kann, ihn lobt. Zukünftige Dinge zu prophezeien ist nur ein kleiner Bereich davon. If we also remember that Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14, erinnern wir uns daran, was Apostel Paulus im 1. Korinther 14 sagt. Ich wünsche, dass alle prophezeien würden. That actually help us identify that there are those who are called to the ministry of the prophet and there are those. Und es gibt noch mehrere Bibelstellen, die uns helfen, zu erkennen, dass es diejenigen gibt, die zum Dienst des Prophetischen berufen sind, die Söhne und Töchter Gottes, die Zugang zum Herzen des Vaters haben, Zugang zu Gottes Stimme, Zugang zu seinen Visionen. Und gewiss, der Herr tut nichts, wenn er es nicht zuvor seine Geheimnisse seinen Dienern, den Propheten, geoffenbart hat. Wer sind seine Priester? Wer sind seine Söhne und Töchter? Wer sind seine Freunde? There is one purpose in this message, not the only purpose, but there is a purpose, and that is to encourage you. Dazu ist diese Botschaft gedacht. Sie soll ermutigen, den Herrn um das Prophetische zu bitten. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Hier werde ich kurz aus meinen Erfahrungen erzählen. Vor einigen Jahrzehnten, als ich noch in den Kinderschuhen meines Glaubens steckte, in einem Leben in Christus.
Ein Gläubiger zu sein ist eine Sache, ein Leben in Christus zu führen, aber ist eine andere. Being a believer is one thing. Living a life in Christ is a different thing. Als ich also anfing, ein Leben in Christus zu führen, mich seiner Herrschaft zu unterstellen, auf seine Stimme zu hören, eines der ersten Dinge, die geschahen, und ich habe nicht damit gerechnet, und es war nicht meine Initiative, der Herr begann, mich zu sich zu rufen. Er sprach zu mir. So entstand ein Prozess über eine lange Zeit. Du kennst es sicher auch. Die ersten kleinen Schritte, manchmal dauert es länger, bis wir lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, um zu laufen. Oft fallen wir und machen Fehler. All das habe ich getan. Sometimes it takes a long time to learn how to stand on our own and walk on our own, and many times we will fall and we will make mistakes, and I've done all of that. Aber schließlich war es klar, dass der Herr mich lehren wollte, auf seine Stimme zu hören und prophetische Visionen auf seine Stimme zu hören und prophetische Visionen zu empfangen, besonders zu Beginn eines jeden neuen Kalenderjahrs. Das war in meinen Anfängen richtig. Es war einmal im Jahr. For me, the turn of the year was this significant moment when I knew no better. Für mich war der Jahreswechsel dieser bedeutende Moment, in dem ich es nicht besser wusste. Aber im Laufe der Zeit zeigte mir der Herr, dass es noch bedeutendere Zeitpunkte für Zeitübergänge gibt. Ein weiterer bedeutender Wechsel ist, wenn das neue hebräische Jahr beginnt, dem Fest der Posaunen zusammenhängt. Aber zurück zu meinem eigentlichen Zweck. Nun steht der 1. Januar vor der Tür. Ich ermutige dich, suche den Herrn, was immer er dir zeigen will, wozu immer er dich einladen will, zu sehen und zu verstehen. Aber warum ist das so? Warum tut der Herr nichts? Warum will der Herr uns seine Geheimnisse offenbaren? Ich nehme an, wir sind seine Diener, die Propheten, nicht unbedingt im prophetischen Dienst. Es gibt viele Gründe, schauen wir uns nur das Wichtigste an. Ich möchte, dass wir in Übereinstimmung mit ihm kommen, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten, auf die Grundlage seines guten Willens für uns. Und wir müssen verstehen, Gott wirkt in speziellen Zeitabschnitten. Based on his goodwill for us. And you know, God does work in times and seasons. Zeitphasen, weil die Dinge von einem Abschnitt in den anderen übergehen. Für alles unter der Sonne gibt es eine bestimmte Zeit. Von einer Phase zur nächsten können die Ereignisse so unterschiedlich sein wie eine Zeit zum Aufbauen oder eine Zeit zum Niederreißen, eine Zeit zum Säen und eine Zeit zum Ernten. Die Zeitabschnitte können sehr unterschiedlich sein. Deshalb müssen wir die Übergänge verstehen. Wir müssen sie verstehen, damit wir uns auf das ausrichten können, was der Herr damit in unserem Leben bewirken will. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass wir beten sollen, dass sich sein guter Wille erfüllt. Another reason is because the Lord wants us to pray for his good will. Das wird nicht funktionieren, wenn wir nicht verstehen, warum. Der Herr hat der Menschheit die Autorität über die Schöpfung gegeben. Wir sind aufgerufen, über sie zu herrschen. Das heißt, Gott selbst hat sich die Möglichkeit genommen, ohne unsere Einstimmung zu handeln. Power and authority over the creation, which we are called to have dominion over. Meaning, God has removed himself from the capacity to act without our agreement. Now, there are things of God. Nun gibt es Handlungen, die Gott tun wird, weil er es von Anfang an so vorgesehen hat. Eigentlich sind es Dinge, die schon vor Grundlegung der Welt getan wurden und die nur auf die bestimmte Zeit warten, dass sie erfüllt werden. To come to pass. That's a different story. So when you leave aside the things
Wenn wir also die Dinge beiseite lassen, die Gott schon vor Grundlegung der Welt an getan hat, es gibt keine Möglichkeit, diese Dinge aufzuhalten. Sie werden auf jeden Fall geschehen. Zum Beispiel die Wiederkunft Christi wird niemand aufhalten können. Keiner kann das ändern. The timing when Jesus Christ is coming back to the earth, to be followed by the resurrection from the dead, to be followed by the rapture. Der Vater hat entschieden und einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt, wann Jesus auf die Erde zurückkommt, gefolgt von der Auferstehung der Toten, gefolgt von der Entrückung der Ekklesia und vieles mehr. Kind of secrets that God has kept to himself. But when it comes to acting, diese Art von Geheimnissen hat Gott für sich behalten. Aber wenn es darum geht, in deinem und in meinem Leben zu handeln, wenn es darum geht, durch uns zu handeln, nun, dann braucht er definitiv unsere Zustimmung, unsere Ausrichtung, dass unser Leben ganz auf ihn ausgerichtet ist, damit wir ihm wirklich nützlich sein können. There is also the fact that when he wants us to pray for things, it's not only because our prayer authorizes his action. Wenn er möchte, dass wir für bestimmte Anliegen beten, ist das nicht nur, weil unser Gebet sein Handeln ermächtigt. Es ist auch, weil es uns verändert. Gebet verändert uns, besonders in den Bereichen, in denen wir verändert werden müssen. Zum Beispiel, wir beten für jemand, der uns beleidigt hat. Und wir sollten ihm vergeben. Das fällt uns jedoch schwer. Allein aber, dass wir darüber beten, verändert uns von innen heraus. Und so kann Gottes Wesen unsere Emotionen beruhigen und uns seine bedingungslose Liebe für jeden Sünder zeigen. Unconditional love for every sinner. So, even though when we started praying, we were a bit offended, angry, you know, and we wanted justice. Anfangs waren wir beleidigt und wütend und haben nach Gerechtigkeit verlangt und wollten die betreffende Person zurechtweisen. Aber wenn wir dafür beten, verändern wir uns. Noch ein anderes Beispiel. Der Herr hat dich gebeten, irgendwohin in die Mission zu gehen. Sagen wir, er fragt dich, würdest du nach Afrika gehen? In meinem Fall war es genau diese Frage. Es war im Februar 2000, als er mir diese Frage stellte, nach Afrika für das Evangelium zu gehen. Ich musste das einige Zeit ruhen lassen. Aber schließlich willigte ich ein, Herr, wenn du mich sendest, werde ich gehen. Und das tat ich dann später im August desselben Jahres. Und ein paar Jahre später noch einmal. What am I saying? I'm saying the Lord wants. Was will ich damit sagen? Der Herr will uns die geheimen Dinge zeigen, die zu dem neuen Zeitabschnitt gehören, in die wir am 1. Januar 2024 übergehen werden. But also this applies to every transition from season to season. Aber das gilt auch für jeden anderen Übergang von einer Phase zur nächsten, und zwar aus einigen Gründen. Ich habe ein paar davon erwähnt. Aber gehen wir zu einem dritten. Der Herr möchte unseren Glauben aktivieren für das, was vor uns liegt. Denn unser Glaube ist wie ein Gefäß, durch das der Herr seine Absichten verwirklichen kann. Unser Glaube ist wie eine Landebahn für die Taten Gottes. The act of God can come and find a place to rest. Oh, there are many ways to look at faith, but one. Es gibt viele Möglichkeiten, den Glauben zu betrachten, aber eines ist sicher, ohne Glauben kann niemand Gott gefallen. Niemand kann Gott gefallen, wie es in Hebräer 11, Vers 6 heißt. Aber auch Raum, eine Landebahn ist wichtig, damit die Macht Gottes oder das Übernatürliche landen kann. Eines kann ich jedenfalls versichern. Der Herr hat für das neue Jahr 2024 einige übernatürlichen Dinge auf Lager. Und das kannst du ausrufen, prophezeien. Ja, ich prophezeie, dass der Herr seine übernatürliche Kraft für erstaunliche und mächtige Dinge im Jahr 2024 zum Ausdruck bringt. George told me that the Lord said,
Aber bevor das passiert, und das ist jetzt prophetisch, du kannst es aufschreiben und sagen, George hat es gesagt, der Herr hat gesagt, und es steht in der Bibel, dass die Augen des Herrn auf der Erde umherstreifen, um die Menschen zu finden, deren Herzen ihm treu sind, damit er sich ihnen gegenüber stark erweist. Von Zeit zu Zeit und von Phase zu Phase gibt es Schriftstellen, ja, ganze Abschnitte, die lebendig werden und relevant werden, weil sie nicht mehr nur ein geschriebenes Logo sind, sondern zu einem lebendigen Rhema-Wort werden, das aus dem Mund Gottes für die jeweilige Zeit kommt. Ich glaube, das ist hier so ein Rhema-Wort, ein prophetisches Wort. Der Herr hat uns in dieser vergangenen Zeit beobachtet, wie wir auf Herausforderungen reagiert haben, auf seine Einladungen, aber auch wie wir auf Versuchungen reagiert haben. Und davon gab es eine ganze Menge. Besonders in der letzten Zeit hat die Macht der Versuchung deutlich zugenommen. There was a significant rise in the power of or in the power for temptation. But you know, the enemy does nothing unless the enemy is authorized. Aber du musst wissen, der Feind tut nichts, wozu er nicht autorisiert ist. Es gibt zwei Ursachen, die ihn ermächtigen zu handeln. Es ist vielleicht auch wie zwei Seiten derselben Medaille. Also eine Sache, die den Feind ermächtigt zu handeln, sind die Rechte, die der Feind gegen uns hat, sei es gegenüber Einzelpersonen oder Gruppen und Gemeinschaften oder sogar Nationen. Concerning a body of people, a community, whatever, even a nation. So, when the enemy holds a legal right, wenn der Feind ein legales Recht hat, dann muss der Feind den großen Richter um Erlaubnis bitten auf der Grundlage des gesetzlichen Rechts. Und ihr wisst, dass dem gesetzlichen Recht der Gerechtigkeit wegen Genüge getan werden muss. Und Gott ist ein Gott der Rechtschaffenheit, ein Gott der Gerechtigkeit. And he judges rightly. But for what purpose? For the purpose of justice. Und er richtet gerecht, eben zum Zweck der Gerechtigkeit. Weil er der Herr der Gerechtigkeit ist und weil er uns dazu berufen hat, seine Söhne und Töchter zu sein, liegt ihm sehr daran, dass wir Gefäße der Gerechtigkeit werden, dass wir Bürger in einer Gemeinschaft des Glaubens sind, in der Gerechtigkeit herrscht. Aber dafür müssen wir sicherstellen, dass wir uns mit den Grundursachen der Ungerechtigkeit befassen, mit den Grundursachen, die sich in der Versuchung manifestieren. Die Versuchungen zeigen versteckte Wurzeln, die dem Feind das Recht geben, uns anzuklagen. Nun sind unsere Sünden vergeben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber wohlgemerkt, unsere Sünden, die uns vergeben wurden, sind etwas anderes als Wurzeln der Ungerechtigkeit, die sich in der Versuchung manifestiert. Die Wurzel der Versuchung und der potenziellen Sünde liegt im Inneren und manifestiert sich von innen heraus. Through temptation, meaning the root of that temptation and potential sin resides within and manifests from within. Worum geht es in dieser Botschaft im Zusammenhang mit dem Beginn eines neuen Jahres und auf der Suche nach Offenbarung für diese nächste Zeit? Wir müssen uns bewusst sein, so sehr der Herr auch möchte, dass wir die geheimen Dinge erfahren, die uns betreffen und die vor uns liegen. Die Frage ist, wie offen sind wir wirklich? Wie konkret erwarten wir, dass der Herr uns davon etwas offenbart? To be so open to reveal things to us, to be so happy to come close to us, to be so free to receive us in fellowship, if there are roots of injustice and of iniquity. Wenn es in unserem Leben Wurzeln der Ungerechtigkeit gibt, kannst du sicher sein, dass der Herr total an unserem Heilungsprozess interessiert ist.
Der Herr versucht doch, diejenigen zu finden, deren Herzen ihm gegenüber loyal sind, damit er sich für sie stark erweisen kann. Diese Loyalität gegenüber dem Herrn wird sich als Beständigkeit in der Bereitschaft zur Heiligung zeigen, wenn der Herr Dinge in uns offenbart, die mit Wurzeln der Ungerechtigkeit zu tun haben. Persistent availability for sanctification, when the Lord reveals things which are roots of injustice or roots of iniquity in us, that we are willing to humble ourselves and repent. Sind wir bereit, uns zu demütigen und Buße zu tun und unser Verborgenes zu bekennen? Nicht unbedingt Sünden, aber Versuchungen zur Sünde, unsere Neigungen, mit anderen Worten, unsere fleischliche Natur. I have no sin, I have no inclination to sin, I have no temptations to sin. Well, if any of you... Gibt es jemand unter uns, der stolz sagen könnte, ich habe keine Neigung zur Sünde, ich könnte keiner Versuchung erliegen? Nun, wenn jemand so von sich denkt, dem kann ich nur eine extra Portion Weisheit und Demut empfehlen. Was will ich also damit sagen? Es gibt tatsächlich etwas, was der Herr uns mitteilen möchte. Am Ende des Jahres 2023 lädt der Herr uns ein, ihn um eine Vision für das neue Jahr zu bitten. Daher sollen wir aber auch sicherstellen, dass wir alles in unserem Herzen, in unseren Beziehungen, besonders in unserer Beziehung mit dem Herrn selbst klargestellt ist. With the Lord himself. One of the things the Lord reminded me is that in the Lord's prayer, der Herr hat mich an das Vaterunser erinnert, in Lukas Kapitel 11, aber besonders in Matthäus Kapitel 6. Gerade jetzt, als Jesus das Vaterunser, zusammenfasst, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und als er das beendet hat, sagt er, wenn wir nicht die Sünden derer vergeben, die sich an uns versündigt haben, wird uns auch der Vater im Himmel unsere Sünden nicht vergeben. Und ich habe mich gefragt, warum der Herr mir das gerade hier vor Augen führt. And eventually it became clear to me, the Lord was saying, I want you to deal. Gestern am 29. Dezember, warum war das so vor Augen? Ich habe die Botschaft gestern Abend auf Griechisch vorgetragen. Dabei wurde mir klar, dass der Herr mir sagen wollte, ich werde mich nicht mit den Wurzeln der Unreinheit, der Ungerechtigkeit, der Versuchungen befassen, mit anderen Worten, mit den Bereichen der Fleischlichkeit, in denen wir noch nicht vollständig gereinigt sind, in denen wir noch nicht in das Bild und das Gleichnis Jesu umgewandelt wurden. Der Prozess der Heiligung wird beschleunigt. Also jetzt ruft uns der Herr zu einem schnelleren Tempo in der Heiligung auf. Wozu? Weil er uns Offenbarung schenken möchte, weil er seine Kraft vom Himmel freisetzen will, weil er in dem Jahr, das vor uns liegt, große Veränderungen herbeiführen möchte. Dazu sollen wir richtig positioniert sein. Personally, the Lord did not speak the word change, but he spoke it through a friend. Das Wort Veränderung. Zu mir persönlich hat der Herr das Wort Veränderung nicht gesprochen, aber zu einem Freund, Dennis Goldworthy Davis aus Texas in San Antonio. Das war vor 6 Monaten im Juni. Er sprach über eine bevorstehende große Veränderung. Ich fand diese Worte heute in meiner Notiz, die ich im Laufe des Jahres gesammelt habe. Warum habe ich diesem Wort über Veränderung solche besondere Aufmerksamkeit geschenkt? Why did I pay special attention to that word about change? Because in the last... Weil ich in den letzten Tagen 2 Leute, denen ich vertraue, dass sie von Gott hören können, es sind Freunde, und sie hörten vom Herrn das Wort Veränderung. Nun, das Wort Veränderung selbst, wenn man versucht, daraus eine Prophetie zu machen, klingt das komisch. Oh, es wird eine gravierende Veränderung kommen. Oh ja, natürlich, ändert sich alles immer wieder. Was für eine Art von Prophezeiung wäre das? Particular context.
Aber in einem bestimmten Zusammenhang, wenn der Herr sagt, große Veränderungen kommen, bereitet euch darauf vor. Wie sollen wir uns vorbereiten? Indem wir geheiligt sind. Closing every open, what shall I call it, account that you have. Wie geht das? Indem wir jede Öffnung schließen, das, was wir als Unversöhnlichkeit aufbewahrt haben, nennen wir es ein offenes Konto, das muss geschlossen werden. Wenn ich also um Vergebung bitte, wenn es überfällig ist, dann ist es Zeit, es zu tun. Wenn es wiederholte Versuchungen in unserem Leben gibt, die irgendeine Art von Sünde offenbaren, wenn es anhaltende Emotionen gibt, die uns überwältigen, zum Beispiel Depressionen, suicidal thoughts. There are people who struggle with that. And there is no joke about bis hin zum Extrem, Selbstmordgedanken. Es gibt Menschen, die damit zu kämpfen haben. Oder weniger extrem, Hoffnungslosigkeit. Nun, Hoffnungslosigkeit ist eigentlich eine Art von Depression. Vielleicht im geringeren Maße, aber es ist eine Art von Depression. Denn in Christus sind wir dazu berufen, voller Hoffnung zu sein. Und wisst ihr warum? Weil das Schlimmste, das uns passieren kann, der Tod ist. To go to heaven. So, wenn wir sterben, sind wir frei von dieser Welt. Wir sind frei, in den Himmel zu gehen. Das kann uns eigentlich keine Angst machen. Wenn der Herr mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn wir also hoffnungslos sind, sollten wir dann nicht immer freudig jubelnd Hoffnung für alles haben, was kommt, selbst das Schlimmste? Es wird ein Mittel des Herrn sein, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Es wird ein Mittel des Herrn sein, seine Macht zu offenbaren. Und es wird ein Ausdruck des Herrn sein, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Für uns kann also eigentlich nicht schiefgehen. Aber wenn wir das nicht sehen, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir es nicht verstehen, dann können wir uns in Formen von Bindungen befinden, die auf Fleischlichkeit zurückzuführen sein können. Injustice in us, roots of blinding us, die auf Wurzeln der Ungerechtigkeit hinweisen. Wurzeln von Ungerechtigkeit in uns, Wurzeln, die uns erblinden lassen für Gottes Vision und uns taub machen für seine Stimme. So wie der Herr uns nun aufruft, jedes offene Konto zu schließen, um sicherzustellen, dass nichts Unheiliges in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen am Werke ist. So wie der Herr uns aufruft zur Buße, Bekenntnis, Heiligung, um uns von allem Bösen, allem Schlechten, allem Schmutzigen zu reinigen, das uns daran hindern kann, die Vision zu sehen, die Gott uns zeigen möchte, die Stimme zu hören, mit der Gott zu uns sprechen will. Er wünscht sich, dass wir vorbereitet sind, damit wir uns ausrichten können, damit wir beten können, damit wir den Glauben empfangen können, damit wir positioniert werden können, um von Gott eingesetzt zu werden für die Veränderung, die kommen wird, von der ich keine Ahnung habe, wie sie aussieht, aber sie wird mächtig sein, herrlich, und sie wird mehr vom Reich Gottes freisetzen, zumindest in meinem Leben. Ich hoffe auch in deinem, aber das hängt von dir ab und davon, wie du dich vor dem Herrn positionierst. Dies sollte ich euch sagen. Mach die notwendigen Schritte, um dich darauf vorzubereiten, die Offenbarung zu empfangen, die der Herr dir zeigen will. Wie ich bereits gesagt habe, hat mich der Herr vor Jahren gelehrt, wie ich ihn suchen soll. Und er zeigte mir, dass die Dinge, die ich empfing, sich im Laufe des Jahres erfüllen würden, bis ich zu bequem wurde. Ich suchte den Herrn zu Beginn eines jeden neuen Jahres, damit ich auf seine Stimme höre. Lass mich mit einer Erfahrung schließen, die ich vor etwa 25 Jahren gemacht habe. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber am Anfang eines Jahres, und ich empfing nichts. Ich empfing keine neue Offenbarung des Herrn für das nächste Jahr. Der Herr hat nicht gesprochen.
Das dachte ich zumindest. Und dann irgendwann, es war Mitte Januar, also als ich fragte, Herr, wirst du in diesem neuen Jahr zu mir sprechen? Und der Herr sagte, ich habe jeden Tag zu dir gesprochen, aber du hast nicht gehört. Ich sagte, Herr, was hast du gesagt? Der Herr antwortete, ich habe euch noch viel mehr zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Das können wir in Johannes 16 nachlesen. Also Herr, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt nicht ertragen kann. Aber natürlich kennst du mich besser, als ich mich selbst kenne. Also Herr, was muss ich tun? Ich werde mich vor dir demütigen, Herr. Du, was immer du tun musst, um mich an den Ort zu bringen, wo ich die Dinge empfangen kann, die du mir zeigen willst. Warum beende ich meine Botschaft auf diese Weise? Weil manchmal will der Herr zu uns sprechen, aber unsere Herzen sind verschlossen. Unser Verstand ist so gebunden. Unsere Gefühle sind so beleidigt, sodass der Herr uns einfach nicht sagen kann, was er uns sagen möchte. Interessanterweise, als er genau diese Worte zu seinen Jüngern sagte, ging es wahrscheinlich um das Problem der Religiosität. Der Geist der Religiosität tötet jede Stimme des Herrn. Er hält uns ab davon, uns ganz auf den Herrn auszurichten. Ich bete, wenn du ein Problem mit Religiosität haben solltest, demütige dich vor dem Herrn und bitte ihn, dich von diesem Dämon zu befreien. Denn du musst wissen, Religiosität ist ganz und gar dämonisch. Und ich bete, dass wir alle, da der Herr uns zu einer neuen Vision einlädt, zu frischem Glauben, zu neuer Hoffnung, zu voller Kraft, damit die Veränderung kommen kann, zu der er uns gebrauchen will. Aber er muss wissen, dass er uns vertrauen kann, denn er kann nur reine Gefäße gebrauchen. Zu diesem Zweck lädt er uns jetzt ein, uns zu läutern. In the name of Jesus, those of us who have the ears to hear. Ich bete im Namen von Jesus. Diejenigen von uns, die Ohren haben zu hören, wollen wir auf seine Einladung reagieren? Wollen wir Demut und zugleich Kühnheit empfangen, um unsere Sünden zu bekennen? Und schnell dazu bereit zu sein, zu sagen, Herr, vergib mir. Und wenn nötig, das auch zu anderen zu sagen, verzeih mir, so dass wir jedes offene Konto schließen können. Und wir wollen bereit sein, alles, was uns aufhält, hinter uns zu lassen. Denn wir müssen im neuen Jahr rennen. Ja, wir müssen wirklich rennen. Because we need to run in the new year. We really need to run. And you know what? Let me also show you one last scripture from Habakkuk. Und noch etwas, noch eine letzte Bibelstelle aus Habakkuk 2, Vers 2. Dort heißt es, schreib die Vision und schreib sie auf eine Tafel, damit der laufen kann, der es liest. Das ist eine Übersetzung, nicht unbedingt die beste. Die Septuaginta, die griechische Version des Alten Testaments. Dass derjenige, der liest, laufen kann. Im Griechischen heißt es sogar, dass derjenige, der die Vision liest, ihr nachjagen möge. Der Herr ermahnt uns also, ihr nachzujagen. Die Vision, die wir zuerst empfangen haben und dann aufschreiben, das kann eine Vision für dein Leben sein. Es kann eine Vision für jemand anderen sein. Es kann eine Vision für eine Nation sein. Je nachdem, wo jeder von uns steht und welche Berufung wir haben und welchen Dienst der Herr uns anvertraut hat. Selbst wenn es nur um mich als einfachen Gläubigen vor dem Herrn geht, der Herr will zu uns sprechen. Der Herr will uns den Glauben vermitteln. Der Herr möchte, dass wir in Übereinstimmung mit ihm beten. I hope this message has encouraged you. I hope this message has uplifted you. Ich hoffe also, die Botschaft hat dich ermutigt. Ich hoffe, diese Botschaft hat dich aufgerichtet. Ich hoffe, diese Botschaft hat dir gezeigt, dass du handeln sollst. Also proaktiv zu sein, sich so zu positionieren, dass du die Vision für dein Leben empfangen kannst, dass du sie aufschreibst und ihr nachjagst, was auch immer der Herr möchte, dass du es verfolgst. In diesem neuen Zeitabschnitt möge Gottes Segen dich treffen. Especially as we transition to a new,
Möge die Liebe Christi in unseren Herzen vorherrschen und sein Friede uns begleiten, besonders jetzt, wo wir in eine neue Zeit eintreten. Nun, ich denke, es wird turbulent werden. Ja, das wird es. Es wird ganz schön schütteln. Aber inmitten des Sturms sind wir aufgerufen, in Frieden zu bleiben. Also, Shalom für alle. Mögen wir alle ein großartiges neues Jahr 2024 haben. Aber es wird nicht von selbst großartig sein, aber mit Gott. Wir können es großartig machen, denn er ist groß und er ist in uns groß. Er wird durch uns groß sein, wenn wir ihm den Raum dafür geben. Die Apostelgeschichte Reloaded. Die Apostelgeschichte, wie du sie noch nie gelesen hast. 288 Seiten, die dich in die tieferen Tiefen führen. Eigentlich die Geschichte von der Wirkung des Heiligen Geistes. Wiederentdecken, was die ersten Christen so mit Kraft erfüllte. Blättere durch die Leseprobe auf www.edition-pji.com. Den Link zur Originalaufzeichnung in Englisch findest du in der Beschreibung zum Video. George Markakis ist auch regelmäßig bei der Konferenz Bewegen. Ende Mai und Ende Oktober in Hohenstaufen in Süddeutschland. Besuche die Website bewegen.love.